Oh nein! War da eben das Licht an und das Fenster auf? Ja, warum? Ich hoffe, da sind jetzt nicht lauter Stechmücken reingekommen. Es ist Zeit zum Schlafen, Anna. Schon? Ja, zieh dir gleich den Schlafanzug an und geh Zähne putzen. Oh Mann, ich wollte doch noch spielen. Wenn du fertig bist, lese ich dir noch was vor. Na gut. Lena, du musst dann auch ins Bett. Morgen ist Schule. Aber kann ich dann noch ein bisschen lesen? Noch ein wenig, aber nicht mehr so lange. Ich bin fertig, Mama. Liest du mir jetzt was vor? Okay. Hast du das gerade gehört? War das eine Stechmücke? Könnte sein. Ich schau schnell mal. Irgendwo müsste sie doch sitzen. Ich kann keine entdecken. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Oder sie ist schon zu Lena geflogen. Lesen wir weiter. Mama, irgendwo fliegt eine Stechmücke. Also doch. Ich komme, Lena. Hast du sie gesehen? Sie ist nach da hinten geflogen. Da, ich sehe sie. Gib mir mal das Heft da. Ich will sie nicht aus den Augen lassen. Hier. Danke. Jetzt hat sie sich hingesetzt. Ich hab sie. Zum Glück, Mama. Jetzt solltet ihr in Ruhe schlafen können. Mach dann das Licht aus, Lena. Okay, gute Nacht. Gute Nacht, Anna. Träum was Schönes. Da ist immer noch eine Stechmücke. Und die hat mich auch schon gestochen. Direkt auf meine Backe. Wie gemein. Wie das juckt. Anna, hast du auch Stechmücken im Zimmer? Bei mir ist ein ganzer Schwarm. Ich bin schon gestochen worden. Komm, wir sagen Mama Bescheid. Mama, Mama, Papa, wir haben Stechmücken im Zimmer. Oh nein, noch eine? Nein, ganz viele. Oh je, ich komme nachschauen. Mich hat schon eine auf die Backe gestochen, Mama. Was soll ich denn machen? Das juckt so. Komm, wir machen gleich Zucker drauf. Eine halbe Zwiebel soll ja auch helfen. Ich will aber keine Zwiebel im Gesicht. Lieber Zucker. Ja, du hast recht. Das ist dem Gesicht wahrscheinlich angenehmer. Schau, wir machen den Würfelzucker ein bisschen nass. Und dann hältst du ihn dir auf den Stich. Hast du auch Stiche, Lena? Nein, bis jetzt nicht. Gut. Oh nein, am Bein habe ich auch noch einen. Dann machen wir da auch noch Zucker drauf. Das ist ja nicht nur eine Stechmücke, das sind ja ganz viele. Wo kommen die denn plötzlich alle her? Wir hatten aus Versehen in Annas Zimmer das Fenster auf und das Licht an. Oh je, kein Wunder. Ich kann wirklich nur hoffen, dass ich die alle erwische. Papa, jetzt ist ein riesiger Fleck auf meinen Mathe-Hausaufgaben. Was Herr Pauli wohl dazu sagt? Herr Pauli hat auch sicher schon Mücken im Zimmer gehabt. Meine Deko! Mist, sie ist mir entwischt! Hurra, jetzt reicht's aber. Was ist eine auf deinem Arm? Ich bin müde, Mama. Ja, hoffentlich hat Papa gleich alle gefangen. Dann können wir wieder schlafen. Und ich kann wahrscheinlich gar nicht mehr schlafen, weil meine Stiche so jucken. Ach Anna, das sind doch nur Mückenstiche. Das ist halb so wild. Das geht bald wieder weg. Hast du eine Ahnung? Ich denke, du kannst den Zucker jetzt wieder abwaschen. Komm, wir gehen schnell ins Bad und ich helfe dir. Puh, ich glaube, ich hab sie. Nein, da fliegt noch eine. Ich verkrieche mich so lange unter meiner Bettdecke. Schauen wir mal, ob Papa erfolgreich war. Lena hat noch eine rumfliegen sehen, aber ich finde sie nicht. Darf ich dann bei dir schlafen, Mama? Na gut, nicht, dass du morgen noch mehr Stiche hast. Dann will ich aber auch. Okay, kommt mit. Meine Stiche jucken immer noch ein bisschen. Anna, wir müssen jetzt schlafen. Versuche, nicht an deine Stiche zu denken. Die gehen wieder weg. Anno. Oh, unser Bett ist einfach zu klein für die ganze Familie. Mir tut alles weh. Mir tut auch alles weh, vor allem mein Auge. Was ist denn mit meinem Auge passiert? Ich kriege es kaum mehr auf. Oh, ich glaube, da hat dich was gestochen. Ah, oh, das juckt ja so. Ach du meine Güte, wie sieht das denn aus? Muss ich etwa heute so zur Arbeit gehen? Armer Papa, versuch einfach nicht an den Stich zu denken. Der geht wieder weg. Ich freue mich schon total auf deine Geburtstagsfeier heute Nachmittag.
Ja, cool, dass du im Rutschenpark feierst. Ich war noch nie dort. Ich habe gehört, es soll dort richtig toll sein. Ja, das wird euch bestimmt gefallen. Hier wäre doch ein guter Platz. Hier ist der Boden ziemlich sauber. Setzen wir uns hier hin, damit keiner schmutzig wird. Jetzt gibt es erstmal Geburtstagskuchen. Ja! Lecker. Schmeckt gut. Trinkt auch genügend. Trinken ist wichtig. Nach dem Essen gehen wir gleich rutschen. Ja, klar. Und ab geht's zu den Rutschern. Juhu. Ja. Komm, Lisa. Aber seid schön anständig und benehmt euch ordentlich. Welche Rutsche soll ich denn nehmen? Die sehen ja alle gleich aus. Man kann gar nicht sehen, wo man rauskommt. Ja, das ist dann eben die Überraschung. Es gibt wohl eine, da landet man im Matsch. Oh oh. Also wählt nicht die falsche Rutsche. Ich nehme jetzt mal diese hier. Oh je, hoffentlich lande ich nicht im Matsch. Hoi, wo werde ich denn nur landen? Ich bin im Perlenpool. Cool. Hier liegen ja auch ganz große Perlen dazwischen. Die kann man damit herausfischen. Ich habe eine schöne blaue. Oh, hier hat es noch mehr. Aber hey, wo bleiben denn die anderen? Die müssten doch auch mal rutschen. Welche nehme ich? Ich rutsche hier. Und tschüss. Oho, ich bin im Sand gelandet. Hallo John, ich bin hier drüben im Perlenpool. Hallo, ich bin auf einer Insel gestrandet. Hier hat es noch Sandspielzeug. Da baue ich wieder einen großen Sandhügel auf. Also ich nehme diese Rutsche. Bye, bye. Ja, ich habe mich richtig entschieden. Die Wasserperlen sind richtig cool. Und du bist sogar noch auf einem Schiff? Ja, ich habe hier auch Kescher. Da kann ich mit den Wasserperlen spielen. Moment mal, was ist denn das? Lena, schau mal, ich habe einen Fisch. Das ist lustig. In den Pool will ich später auch mal noch. Cooler Pool. Lara, toll, dass du zu mir kommst. Jetzt können wir zu zweit Wasserperlen herumcachen. Oh, wie schön bunt. Hallo Sitra, ja, es ist schön hier. Du hast dich gut entschieden. Ist das hier rutschig? Wow! Hey Lukas, was ist denn bei dir da drüben los? Hier ist es eiskalt. Alles gefroren. Wie auf einer Eisbahn. Dann komm doch zu uns rüber. Würde ich ja gerne, wenn ich vorwärts käme. Sollen wir nochmal rutschen? Ja, auf jeden Fall. Aber wo ist denn Malte? Stimmt, der ist ja noch gar nicht da. Wo ist er denn so lange? Ist er etwa in einer Rutsche hängen geblieben? Malte! Für welche soll ich mich denn nur entscheiden? Oh nein! Malte, oh je! Oh Mann, du bist sowas von mit dem Gesicht voraus. Wo warst du denn so lange? Ich habe so lange hin und her überlegt, wo ich rutschen soll. Ich wollte mich nicht für die falsche entscheiden. Wie du aussiehst, was wohl deine Mama dazu sagt? Du meine Güte, Malte, wie siehst du denn aus? Was hast du angestellt? Ich bin in den Schlammpool gerutscht mit dem Gesicht voraus. Schlammpool. Dir fällt auch immer eine Ausrede ein, Malte. Zum Glück bist du jetzt wieder sauber. Ich fand es trotzdem lustig. Auf zur zweiten Runde! Lisa, kommst du mit? Ich rutsche auf die Eisbahn. Hui! Recht kalt. Ja,
lieber raus, bevor wir festfrieren. Ich habe eine wunderschöne Perle entdeckt. Ich schubs dich jetzt in die Matschrutsche. Oh nein, nein, das schaffst du nicht. Ich bin aber stärker als du. Huch, oh, oh. Aha, und ich rutsche in die schönen Wasserperlen. Ätschi, Malte, das war gar nicht der Matschpool, sondern der Sand. Ahoi, da hast du ja noch mal Glück gehabt. Mama, du musst auch mal rutschen, das macht so Spaß. Ach, ich weiß nicht, Malte, das ist, glaube ich, nichts für mich. Doch, das ist auch für Erwachsene. Ich würde mich freuen, wenn du auch mitmachst. Ach, na gut, einmal rutsche ich. Gleich rutscht meine Mama. Hoffentlich nimmt sie nicht die falsche Rutsche. Dann lass uns schauen, wie sie rutscht. Noch sehe ich sie nicht. Ich sehe sie auch nicht. Ich tippe auf den Eispool. Da! Oh nein! Mama! Meine Haare und mein Badeanzug. Oh, du hattest recht. Hier gibt es ja wirklich einen Schlammpool. Ja. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das ist für euch kostenlos. Und schaut auch gerne mal auf unserem Insta-Account vorbei. Dort poste ich schon immer vorab, was für ein Video kommen wird. Bis dann. Tschüss.